Was war im Interview auffällig? Robert Lambrou war sehr kontrolliert, er hat versucht langsam zu formulieren und aus meiner Sicht hat er mit einer präzisen, klaren Sprache gesprochen, was aus meiner Sicht sehr gut ist. Es ist nicht das erste Interview von Robert Lambrou, das ich auf meinem Kanal kommentiert habe. Und ich weiß zufällig, dass Robert Lambrou sich auf die Interviews vorbereitet. Ich hatte also sehr große Hoffnungen in dieses Sommerinterview gesteckt. Und alles in allem war ich doch etwas enttäuscht. Und es stellt sich jetzt die Frage, warum? Wie kann das passieren? Ich habe mir auch die Frage gestellt. Er weiß doch, er will sich bestens vorbereiten. Und er hat ja auch mit einer klaren Sprache gesprochen. Wieso war nicht mehr drin? Aus meiner Sicht. Wobei man natürlich hinzufügen muss, es ist natürlich immer leicht, im Nachhinein zu sagen, was man alles hätte machen können. Man muss immer dran denken, wenn man im Interview sitzt, mit jedem Wort, das man sagt, mit jedem falschen Wort, muss man Angst haben, dass man es in den großen Medien groß gemacht wird und damit zerstört wird. Also, dass auch die ganze Karriere damit kaputt gehen kann, wenn man irgendwas Falsches sagt. Das heißt, es ist natürlich klar, Robert Lambrou muss vorsichtig sein. Er muss jedes Wort genau abwägen. Und man steht unter einem immensen Druck, man muss spontan reagieren. Das heißt, die Journalisten hatten die Gelegenheit, sich ein Drehbuch auszudenken. Ihnen steht die Themenlenkung zu, also erstmal vordergründig zumindest. Das heißt, Sie stellen die Fragen, Sie können sich vorbereiten. Robert Lambrou muss auf alle Tricks spontan reagieren. Das muss man immer im Hinterkopf behalten und ich möchte auch nicht wissen, wie ich jetzt in so einer Situation handeln würde. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Ratschläge oder irgendwelche Kommentare abgebe, es soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt selbst das perfekt gemacht hätte. Ich war in so einer Situation nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen würde. Trotzdem macht es, denke ich, Sinn, die Dinge, die man verbessern kann, zu diskutieren, weil alle daraus einen Mehrwert ziehen können. Ich war also erst zum Teil ein bisschen enttäuscht und habe also mehrere Anläufe für das Video genommen, weil ich wollte keinen Verriss machen. Ich habe das Gefühl, ich musste nochmal nachdenken, was ist hier das Problem? Und aus meiner Sicht ist das Problem die Propaganda der Öffentlich-Rechtlichen. Und jetzt denken wir, die Propaganda der Öffentlich-Rechtlichen und auch der Altparteien alles zusammen, es betrifft nur die anderen, aber es betrifft auch uns selbst. Mit jedem Wort, das wir wahrnehmen, werden wir beeinflusst, ob wir wollen oder nicht, weil die Worte gehen ins Gehirn. Wir haben nur die Gelegenheit, das nachträglich zu reflektieren und es wieder gerade zu rücken. Das ist aber eine Arbeit, die jedes Mal neu gemacht werden muss. Man muss sich jetzt vorstellen, Leute wie Robert Lambrou im Parlament, die ganze Zeit, er wird die ganze Zeit angeschrien, die AfD ist extremistisch, alle schreien es und das hinterlässt Wirkung. Trickreich ist der Begriff Extremismus an sich. Weil was bedeutet Extremismus? Oder Rechtsextremismus oder Linksextremismus? Im Kern steht das Wort Extremismus. Und Extremismus heißt, gegen die demokratische Grundordnung gerichtet, und zwar mit Gewalt. Der Trick ist jetzt hierbei das Wort extrem. Extrem ist das Gegenteil von normal. Und hier entsteht eine Schere im Kopf. Das heißt, wenn etwas normal ist, dann kann es ja eigentlich nicht extrem sein, dann ist es nicht extremistisch. Also auf jeden Fall, natürlich ist extremistisch, hat eigentlich eine andere Bedeutung als extrem. Das ist natürlich eine Fehlleitung. Weil es hat nichts damit zu tun, ob etwas extrem ist oder nicht, ob es gegen die demokratische Grundordnung gerichtet ist. Die Demokratie ist nicht der Normalzustand. War es in der Geschichte der Menschheit nicht. Und nur wenn etwas normal zu sein scheint, kann es auch extremistisch sein. Und hier ist die Schere im Kopf, dass man denkt, ja die Medien, das ist ja die breite Mehrheit, die sind alle normal, also können sie nicht extremistisch sein. Das heißt, also logisch können wir uns das natürlich denken, aber im Unterbewusstsein haben wir das nicht drin. Und was hat das jetzt mit dem Interview zu tun? Ganz am Anfang streut die Moderatorin ein, zum Teil rechtsextremistische Positionen. Die AfD hätte zum Teil rechtsextremistische Positionen. Und das ist eine unglaubliche Entgleisung, die gleich ganz am Anfang kommt. Sind das Protestwähler, die frustriert sind von den anderen Parteien, oder finden die ihre rechte und zum Teil rechtsextreme Politik einfach gut? Es gibt keine Wähler erster und zweiter Klasse. Und nach meiner Wahrnehmung, ich unterhalte mich auch mit vielen Menschen, die sagen, wir wählen sie, sind das hauptsächlich Menschen, die hinter den Positionen der AfD stehen, bei denen es aber auch eine große Enttäuschung gibt über die Politik der Ampelregierung, aber auch der CDU. Was ich nicht höre, ist, dass die Leute uns so einschätzen, wie sie das eben charakterisiert haben, sondern die sehen uns, und ich sehe mich auch so,
als bürgerlich, konservativ, freiheitlich. Und hier war aus meiner Sicht der Fehler von Robert Lambrou, nicht sofort darauf einzugehen, nicht das sofort gerade zu rücken, sondern er hat dann längere Zeit geantwortet. Es war auch eine gute Antwort an sich. Er hat das gut formuliert. Und am Ende kam dann, die Wähler, sie empfinden uns nicht als rechtsextrem. Die Wähler, mit denen wir reden. Und natürlich hat er mit dieser höflichen Antwort einen guten Eindruck gemacht. Aber aus meiner Sicht ist es keine adäquate Antwort. Weil, ob etwas extremistisch ist oder nicht, das ist keine Sache des Empfindens. Sondern wir haben eine Definition, was ist Extremismus? Das heißt, gegen die demokratische Grundordnung gerichtet. Und das AfD-Parteiprogramm ist nicht extremistisch. Das heißt, hier hätte die Antwort sofort sein müssen als allererstes. Ich möchte klarstellen, wir sind eine Rechtsstaatpartei und wir haben keine rechtsextreme Position, auch nicht teilweise. Das heißt, die Antwort darf hier nicht so sein, dass man also beantwortet, ja, die Wähler empfinden uns nicht als rechtsextrem. Weil wenn man das so beantwortet, dann gibt man der Frage Berechtigung. Oder dann gibt man auch dieser Formulierung Berechtigung. Sondern man muss diese Entgleisung in den Vordergrund stellen. Man muss in Frage stellen, dass diese Frage, die so formuliert wurde, überhaupt Berechtigung hat. Und hier ist das Problem. Das heißt, weil Robert Lambrou gewohnt ist, dass er es, weil er es die ganze Zeit um die Ohren geschrieben bekommt, ist diese Formulierung für ihn Normalität geworden. Er hat sie gar nicht mehr wahrgenommen als Entgleisung. Es ist ihm in der Situation, in dem Moment, ist es ihm als völlige Entgleisung, als extremistisch, gar nicht aufgefallen. Weil was ist hier passiert? Die AfD wird diffamiert, sie hätte extremistische Positionen. Und das ist keine Frage der Meinung, sondern das kann man nachprüfen. Und wenn man jetzt das AfD-Parteiprogramm durchgeht, zack, 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 dann stellt man natürlich fest, das sind keine extremistischen Positionen. Natürlich wird dann die Moderatorin irgendwie ankommen mit ja, die Europapolitik, dass man gegen die Europäische Union ist, ist gegen die demokratische Grundordnung oder irgendwie, oder dass man Flüchtlinge, dass man nicht alle Flüchtlinge aufnehmen will, die auch unberechtigt gekommen sind, dass das extremistisch wäre. Und das, auf diese Diskussion muss man sich dann einlassen. Und dann muss man willens sein, das bis zum Schluss auszudiskutieren. Auch die ganze Sendung lang. Und natürlich ist das Bedenken, ja, wir wollen diese Themenlenkung nicht. Wir wollen nicht die Themenlenkung auf den Rechtsextremismus, dass die AfD mit Rechtsextremismus verbunden wird. Aber tatsächlich ist es keine Diskussion um Rechtsextremismus, sondern es ist eine Diskussion um die Glaubwürdigkeit der Medien. Und es ist genau die Diskussion, die wir führen wollen. Das ist genau die Themenlenkung, die wir haben wollen, auf die Arbeit der Medien. Es geht hier darum, die Medien zu stellen und vor allem auch klarzustellen, dass wir es hier mit einem Medienkartell zu tun haben. Also dass bei wichtigen Narrativen die Medien kartellartig zusammenarbeiten und Informationen filtern. Das ist ganz wichtig, dass diese Erkenntnis an die breite Bevölkerung kommt. Und natürlich würden jetzt viele Vertreter sagen, das wird geschnitten. Wenn ich Medienkritik äußere, wird es geschnitten. Aber man kann nicht unbegrenzt schneiden. Vor allen Dingen gibt es einen Trick. Man kann Bezug nehmen später auf Dinge, die man vorher gesagt hat. Das heißt, wenn jetzt Robert Lambrou auf eine wichtige Passage später nochmal Bezug nimmt, dann muss im Grunde später diese gleiche Passage ebenfalls geschnitten werden. Und das geht nicht unbegrenzt. Und es ist auch hier der Wille zur Eskalation nötig. Natürlich, man bleibt immer freundlich. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man auch von Aggressivität spricht, es geht immer darum, um die Themenlenkung. Wenn man jetzt im Tonfall aggressiv ist, was macht man dann? Dann schenkt man der Moderatorin seine Energie. Dann räumt man die Wichtigkeit ein. Immer wenn man emotional ist gegenüber irgendjemandem, dann räumt man demjenigen Bedeutung ein. In Reden ist das gut, weil wir wollen ja dem Bürger Emotionen schenken. Und da freut sich der Zuschauer drüber. Aber in einer Sendung, wenn man jetzt die Energie dem Moderator schenkt, das ist immer schlecht. Das heißt, in Interviews muss man immer ruhig sein. Im Tonfall. Immer zurückhaltend sein. Immer klar sein, immer nüchtern sein. Immer kontrolliert sein. Und das war natürlich Robert Lambrou hier. Das heißt, der Tonfall, natürlich kann man sagen, hätte etwas schneller sprechen können, aber lieber kontrolliert und langsam sprechen, klar formulieren, genau unter Kontrolle haben, was man sagt, als dass man anfängt, schnell zu sprechen und die Kontrolle über seine Formulierungen zu verlieren. Worum es geht, ist eine aggressive Themenlenkung. Und hier ist ein zweiter wichtiger Punkt. Und zwar hat er auch in der ersten Passage gesagt, wir werden von den Altparteien und von Teilen der Medien diffamiert. Auf Gröbste diffamiert. Ja, Herr Lambrou, eine Alternative für Deutschland ja, aber nicht so, sagt die Dame. Am Ende könnte es sein, dass die AfD erfolgreicher wäre, wenn viele Wähler nicht das Gefühl hatten, dass große Teile ihrer Partei rechtsextrem und antidemokratisch sind. Wissen Sie, ich bin seit Beginn
dabei seit 2013 im Frühjahr. Und ich habe diese enorme Stigmatisierung und Diffamierung, der wir von Anfang an ausgesetzt waren, durch die politischen Mitbewerber, auch durch Teile der Medien, miterlebt. Und das ist natürlich etwas, was eine Wirkung hinterlässt bei vielen Bürgern. Die Tatsache, dass wir uns gegen diese enormen Widerstände hochgekämpft haben auf jetzt über 20%, mehr als jeder fünfte Wähler wählt uns, das sind über 12 Millionen in diesem Land, erkläre ich mir halt auch dadurch, dass viele Menschen diese Ausgrenzung, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, wenn sie andere Meinungen hatten als der Mainstream, am eigenen Leib erlebt haben. Das ist richtig, aber er transportiert eine Fehlinformation. Weil es sind nicht Teile der Medien, es sind alle großen Medien. Und es ist genau entscheidend, dass es alle großen Medien sind. Und vor allem auch, dass es jetzt hier der Hessische Rundfunk ist. Weil, wenn er sagt, man wird von Teilen der Medien diffamiert, das heißt, dann hat der Zuschauer den Eindruck, natürlich jetzt hier im Hessen-Rundfunk nicht. Jetzt hier beim Sommerinterview nicht. Und damit gibt man auch dieser Frage Berechtigung oder dieser Formulierung Berechtigung mit den rechtsextremen Positionen der AfD. Das heißt, hier hätte die Formulierung sein müssen, es sind alle großen Medien. Sie bilden ein Informationskartell. Und warum hat Robert Lambrou das jetzt nicht gesagt? Und aus meiner Sicht ist es verhängnisvoll. Es ist auf jeden Fall ein riesiger Fehler, das nicht gesagt zu haben. Weil er beteiligt sich an der Täuschung dadurch. Er lässt sich hier auf einen Kompromiss ein, auf einen scheinbaren Kompromiss, aber tatsächlich macht er sich zum Instrument. Weil wenn er sagt, es sind Teil der Medien nur das Problem, das heißt, unsere Medienlandschaft funktioniert, es gibt kein Informationskartell. Das heißt, das ist eine Fehlinformation, das ist eine Täuschung der Öffentlichkeit und vor allem von einem AfD-Vertreter. Und wenn es von einem AfD-Vertreter kommt, dann ist es wie eine Kronzeugenaussage. Das heißt, dann attestiert Robert Lambrou, dass das Mediensystem hier funktioniert, wenn es nur Teil der Medien sind. Weil wir haben dann ja einen Wettbewerb, das heißt, dann gibt es ja auch große Medien, die das richtig machen. Und natürlich denkt dann der Zuschauer, insinuiert dann, ja, das ist dann zum Beispiel hier das Sommerinterview. Da ist es in Ordnung. Und es war natürlich nicht in Ordnung. Also auch nicht nur an dieser Stelle, sondern der Tonfall, er war verhörartig, es war unangemessen. Und diese Moderatorin ist auch in anderen Interviews, mit den anderen Interviewgästen nicht so umgegangen. Sie hat natürlich grundsätzlich eine rotzige Art, kann man sagen, eine unverschämte Art. Aber in den anderen Interviews, sie hat sich ordentlich benommen. Also sie hat sich benommen, es hat jetzt natürlich nicht besonders charmant gewirkt, aber trotzdem war das noch im Umgang okay. Jetzt hier bei Robert Lambrou nicht. Und natürlich, das Kalkül von Robert Lambrou ist jetzt, der Hessen-Rundfunk entblößt sich hier. Das heißt, die Leute sehen das, wie die Moderatorin sich verhält und sehen dann, das ist ja eine Unverschämtheit. Aber das Problem ist, wenn er jetzt ruhig bleibt, aber er ist nicht immer ruhig geblieben, er hat ja auch mal von den Angriffen gesprochen, er muss sich gegen die Angriffe wehren, was ganz wichtig war. Aber trotzdem war aus meiner Sicht, hat er das zu sehr hingenommen, diesen Verhörstil. Das Problem ist dann, wenn er diesen Verhörstil toleriert, dann gibt er ihm Berechtigung. Und dann denkt sich der Zuschauer, okay, ja, die Moderatorin ist jetzt unverschämt, der Tonfall ist ja eigentlich unmöglich, aber anscheinend, wenn die AfD anscheinend so schlimm ist, anscheinend hat es die AfD verdient. Also Robert Lambrou beschwert sich jetzt ja auch nicht so groß darüber. Das heißt, er weiß, die AfD hat große Fehler gemacht, er weiß dann auch, dass es zum Teil berechtigt ist. Das ist der Eindruck. Das heißt, man kommt immer nicht weiter. Mit dieser reinen Freundlichkeit, auf alle Unverschämten freundlich zu sein, damit kommt man nicht weiter, weil der Bürger denkt im Zweifel immer, ja, der Robert Lambrou, er ist jetzt hier nett, er ist jetzt hier höflich, er hat sich die Antworten gut ausgedacht, aber er tut jetzt nur nett, aber die ganzen Mitglieder, das ist alles rechtsextrem. Und er weiß es auch im Grunde, weil er beschwert sich ja nicht. Über diesen unverschämten, indiskutablen Umgang, er beschwert sich nicht, dann weiß er, es stimmt. Die Leute vergleichen nicht, was ist das Parteiprogramm? Stimmt das? Oder nur ein kleiner Teil der Leute? Sondern die Leute wollen immer die Abkürzung nehmen. Die Leute wollen immer die soziale Interaktion lesen und daraus ihre Schlüsse ziehen. Und genau damit arbeiten die Medien. Sie nutzen das genau aus, dass die Leute zwischen den Zeilen lesen wollen. Das heißt, sie gucken, was macht die Moderatorin? Wie reagiert Robert Lambrou? Und sie denken sich dann, okay, Robert Lambrou, er nimmt diese Fragen hin, diese Fragestellung nimmt er hin, und er antwortet jetzt irgendwas, Aussage gegen Aussage, na gut, es wird schon irgendwas dran sein. Und dann forschen die nicht weiter, die meisten. Die bleiben an dieser Stelle stehen, Aussage gegen Aussage, na gut, die AfD, es stimmt schon irgendwas nicht. Und hier ist
eben genau deswegen so wichtig, dass man diese Frage, dass man sie nicht toleriert. Das gleiche Problem war auch bei der Zusammenarbeit mit der CDU. Robert Lambrou hat jedes unnette Wort gegenüber der CDU eigentlich vermieden, größtenteils. Sondern er hat betont, aus Verantwortung für das Land sind wir zur Zusammenarbeit bereit. Was haben die Öffentlich-Rechtlichen jetzt gemacht? Sie haben die Passage so genommen, dass es sich schlecht anfühlt und haben dann getitelt, AfD will unbedingt mit der CDU koalieren. Eine Koalition seiner AfD mit der CDU, das kann sich Robert Lambrou gut vorstellen. Auch wenn Ministerpräsident Rhein dies deutlich ablehnt. Lambrou findet aber, man stimme in vier Bereichen überein. Wie Zuwanderung begrenzen, Grunderwerbssteuer senken und mobile Endgeräte für Schulen. Wie kommen Sie auf die Idee, dass da jemals eine Zusammenarbeit möglich sein könnte? Wenn Boris Rhein es hier thematisch wirklich ernst meint mit diesen vier Punkten, dann kann er die thematisch sehr gut mit der AfD umsetzen in einer gemeinsamen Regierung, denn wir sind hier thematisch eng beieinander. Mit einer Neuauflage der schwarz-grünen Regierung, aus unserer Sicht, schafft er das eher nicht. Herr Lambrou, zum Ende. Ich glaube, dass die Macht des Faktischen, und das sehen Sie ja schon auf kommunaler Ebene, dazu führen wird, dass Parteien, die thematisch eher zusammen sind, als zum Beispiel Schwarz und Grün, am Ende des Tages auch zusammenarbeiten werden. Und so, wie Sie das getitelt haben, wie auch der Artikel aufgebaut war, wirkt das machtgeil. Das heißt, Leute, sie sind Karrieristen, sie wollen die Regierung mit der CDU. Das Problem hierbei ist, dass der CDU-Ministerpräsident die AfD massiv verunglimpft hat. Und der Eindruck ist jetzt, die CDU verunglimpft die AfD und die AfD will aber trotzdem in der CDU zusammenarbeiten. Das bedeutet, in den Augen der Zuschauer, die AfD gibt den Verunglimpfungen Berechtigung. Wie hätte man jetzt antworten sollen aus meiner Sicht? Aus meiner Sicht hätte Robert Lambrou antworten sollen, dass die CDU ihn anwidert. Das kann er ganz offen sagen. Das sagt er natürlich freundlich. Das Verhalten der CDU, die Rechtsbrüche, es widert die AfD an. Die AfD können sich nichts weniger Gutes vorstellen, als mit der CDU zusammenarbeiten zu wollen. Er betont, die AfD strebt die eigene Mehrheit an, die absolute Mehrheit. Und die CDU, sie soll sich am besten auflösen. Die AfD will nicht mit der CDU zusammenarbeiten. Sie tut es aber doch aus Verantwortungsbewusstsein dem Bürger gegenüber. Das heißt, man sagt, die CDU ist das allerletzte, also gerade bundespolitisch mit der Außenpolitik. Wir können es uns überhaupt nicht vorstellen, bundespolitisch, aber auf Landesebene, es gibt Überschneidungen. Und auch, wie die CDU sich verhält, wie sie sich den großen Medien anbiedert, wie sie ihre eigenen Positionen aufgegeben hat, das ist unsäglich. Aber wir sind zu einer Zusammenarbeit bereit. Und das ist nicht selbstverständlich für den Zuschauer, für den öffentlich-rechtlichen Zuschauer. Und auf all diese Passagen, die CDU angreifen, hat Robert Lambrou verzichtet. Und es stellt sich für mich die Frage, warum? Man muss doch die CDU negativ framen für diese Angriffe. Und wieso kam das nicht? Wieso sagt man die ganze Zeit nur, man möchte mit der CDU zusammenarbeiten und vermeidet jedes negative Wort über die CDU? Vor allen Dingen auch gerade das Verhalten mit diesen unsäglichen Angriffen. Das heißt, auch hier muss man diese Angriffe immer wieder zurückweisen. Das ist nicht selbstverständlich. Und es ist auch ein Fehler aus meiner Sicht, der nicht nur Robert Lambrou betrifft, sondern das gilt natürlich für ganz viele AfD-Vertreter. Überhaupt mit dem Rechtsextremismusvorwurf. Er muss immer wieder zurückgewiesen werden. Das ist auch ein Fehler von Björn Höcke immer gewesen, aus meiner Sicht. Das ist immer so abzutun mit dem Rechtsextremismus. Weil es kommt ihm völlig absurd vor. Es kommt ihm lächerlich vor, das ist halt so eine Mediengeschichte, das ist nicht ganz ernst zu nehmen. Das ist so die Wahrnehmung, die er hat, weil er weiß, er ist ja kein Extremist. Das wissen die ganzen AfDler. Und sie wissen auch, dass die Medien wissen. Das Problem ist, sie gucken sich nicht die großen Medien an. Sehen nicht, wie berichtet wird und sehen nicht die Ernsthaftigkeit, dass es kein Witz ist, sondern dass es bitterer Ernst ist. Und deswegen, das tut auch den großen Medien weh, wenn man einfach nur feststellt, wir sind nicht rechtsextrem. Unsere Positionen sind einwandfrei. Und jetzt kommt noch ein weiterer Trick von den großen Medien, die sagen, ja gut, ja, die Position vielleicht, aber die Mitglieder. Es sind ja ganz viele rechtsextreme Mitglieder. Und der Trick ist jetzt hierbei, dass man natürlich nicht jedes einzelne Mitglied kennt. Also wir kennen, es sind 30.000 Mitglieder, glaube ich, ungefähr. Und die können wir nicht kennen und die kennt keiner. Die kennen aber auch nicht die großen Medien. Und diesen Zusammenhang kann man herausstellen, dass es in der AfD ja ganz viele Kontrollmechanismen gibt. Es gibt eine Unvereinbarkeitsliste mit allen Organisationen. Das kann man auch jedes Mal wieder neu schildern. Man muss immer wieder neu schildern. Das heißt, die AfD ist extrem streng, was die Neuaufnahme angeht, strenger als alle anderen Parteien. Das heißt, man tut ganz viel dafür, dass auf keinen Fall Extremisten in der Partei sind.
Und jetzt kann man so argumentieren, dass auch die großen Medien nicht alle Mitglieder kennen und sie deswegen nicht einfach das behaupten können, dass die AfD rechtsextrem sei. Und mit dem Verfassungsschutz, man muss es auch jedes Mal zurückweisen und darauf hinweisen, dass der Verfassungsschutz nicht unabhängig ist und dass der Verfassungsschutz im Moment missbraucht wird. Dass es keine Gerichtsurteile sind, dass die Beurteilungen überhaupt keine Bedeutung mehr haben, weil der Verfassungsschutz missbraucht wird. Und das muss man auch in den Vordergrund stellen. Und immer wenn irgendwas kommt mit Rechtsextremismus, und da kann man auch eine Themenlenkung drauf betreiben. Im Einspieler kam jetzt ja dieser CDU-Ministerpräsident, dann kann man von dieser Aussage aus, kann man wieder diese Themenlenkung betreiben auf den Verfassungsschutz, dass man nicht rechtsextrem ist. Das ist alles Entscheidende, weil das ist dieses Stigma und dieses Stigma muss zerstört werden in der Öffentlichkeit. Und wenn man dieses Stigma zerstört, dann zerstört man auch die Glaubwürdigkeit der Medien. Das heißt, diese Themenlenkung muss man von sich aus immer betreiben, es aufgreifen. Und die Medien anzugreifen, ist jetzt mit Nord Stream so leicht wie nie zuvor. Man kann auch mit der CDU, dass man die CDU so schlecht findet, kann man auch auf Nord Stream verweisen. Und da sagt man ganz offen, wir gehen davon aus, dass die USA und Norwegen Nord Stream gesprengt haben. Und es ist so leicht zu belegen, weil erstmal die Ankündigung von beiden. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Dann der Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh. Wir können Seymour Hersh so dankbar sein, dass er das gemacht hat. Er ist wirklich ein großartiger Mensch und er hat hier so eine Vorarbeit geleistet. Und jetzt wird es nicht aufgegriffen. Also es wird aus meiner Sicht viel zu wenig aufgegriffen. Die AfD-Vertreter müssen es die ganze Zeit aufgreifen. Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh, absolute Glaubwürdigkeit. Er legt hier eine Geschichte vor, die glaubwürdig ist, dass die USA und Norwegen Nord Stream gesprengt haben. Und die Medien berichten darüber nicht. Das ist ein Beleg dafür, dass die großen Medien gleichförmig berichten. Aus meiner Sicht ist auch wichtig, Angriffspunkte zu vermeiden, indem man zum Beispiel die Formulierung Gleichschaltung vermeidet. Warum? Es ist ein geschichtlicher Vergleich. Gleichgeschaltete Medien gab es im Dritten Reich. Und dann kommt sofort die Kritik. Ja, es sind ja nicht genau die gleichen Zustände wie im Dritten Reich. Es funktioniert anders. Die Geschichte wiederholt sich nicht. Das heißt, die Medienvertreter haben jetzt hier keine Pistole am Kopf. Aber wenn man jetzt den Begriff Gleichschaltung verwendet, wird man gleich geframed, weil es ein geschichtlicher Vergleich ist. Und geschichtliche Vergleiche hinken immer. Das heißt, dieses vorbelastete Wort vermeidet man. Aber man formuliert hart und präzise. Und Gleichförmigkeit der Medien, das ist nachweisbar. Und alles, was man nachweisen kann, sagt man auch unverblümt. Und wenn man es nicht tut, dann täuscht man die Öffentlichkeit und dann macht man bei der Medienpropaganda mit. Das heißt, durch Passivität, wenn man diese wichtigen Dinge nicht anspricht, beteiligt man sich ungewollt an der Medienpropaganda. Und das ist auch schon ein Vergehen aus meiner Sicht. Man hat dann auch irgendwie eine Pflicht, die Wahrheit zu sagen den Leuten. Und natürlich spielt die Psychomanipulation eine Rolle, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt und man denkt, man spinnt. Also das nennt sich Gaslighting, dass man also die ganze Zeit etwas gesagt bekommt. Also das passiert meistens in Partnerschaften. Ein Partner drangsaliert den anderen, sagt ihm die ganze Zeit, es ist so und so, du bist so und so. Obwohl es eine totale Lüge ist. Diese Person dominiert dann die andere und bringt ihn um den Verstand. Durch dieses Gaslighting. Dass diese Person plötzlich glaubt, verrückt zu sein und die Dinge nicht richtig wahrzunehmen. Dazu kommt eben auch noch der Trick mit dem Extremismusbegriff, dass es extrem ist. Normal extrem. Die Medien sind ja normal, also können sie nicht extremistisch sein, einfach weil sie normal sind. Das heißt, man denkt, das ist eigentlich total verrückt, was man jetzt sagt. Jetzt kann ich das nicht so crazy jetzt die Medien zu beschuldigen, dass sie ihren Auftrag nicht erfüllen, dass sie alle gleichförmig berichten. Das kann ich nicht machen. Das heißt, ich muss langsamer an die Sache rangehen. Und das gilt für ganz viele AfD-Vertreter. Das ist jetzt keine Kritik an Robert Lambrou als Einzelner. Aber das ist einfach diese Psychomanipulation. Oder auch oft ist es mangelndes Wissen. Also ich war bis vor kurzem, habe ich auch viel nicht gewusst. Also die Medien arbeiten natürlich mit der... Dieses Informationskartell arbeitet auch gegen die AfD, weil natürlich viele AfDler auch die Großmedien konsumieren. Und ganz wichtig ist auch, dass die AfD in der jetzigen Situation nicht auf Interviews angewiesen ist. Warum nicht? Weil dann die Leute anfangen, im Internet zu suchen nach der AfD und jetzt das Original sehen. Und das ist das Albtraum der großen Medien. Sie wollen die AfD filtern, durch Psychomanipulation dumm aussehen lassen,
durch Schnitte und Psychomanipulation und die Neugierde der Leute stillen und ihnen das Gefühl geben, sie wüssten jetzt über die AfD Bescheid. Sie wollen nicht, dass die Leute irgendwie anfangen zu denken, ja, was ist denn die mit der AfD? Ich erfahre gar nichts darüber. Ich muss mir das mal angucken. Ich muss mal auf die Homepage gehen. Ich muss mir mal die Reden angucken. Das wollen die großen Medien unbedingt vermeiden. Und wenn man jetzt bei 5% ist oder bei 3% ist, dann vergessen die Leute die AfD. Dann ist man tatsächlich auf Interviews angewiesen. Aber jetzt hier nicht. Aber wobei man natürlich immer, man darf nicht sagen, man geht nicht in Interviews. Weil dann sagen die großen Medien, die AfD-Leute sind zu feige, sie stellen sich nicht. Sondern man bringt jetzt die großen Medien dazu, die Interviews abbrechen zu wollen. Das heißt, Robert Lambrou ist ja mit der Themenlenkung so unangenehm, dass die großen Medien am liebsten das Interview beenden wollen. Weil die Themenlenkung so unangenehm ist. Natürlich, Robert Lambrou ist im Tonfall ganz freundlich, ganz umgänglich, ungefähr wie Roland Hartwig. Also das ist ein gutes Vorbild. Aber die Themenlenkung ist knallhart. Man muss auch immer dran denken. Die AfD, viele AfD-Vertreter, aus meiner Sicht, sie sind nicht hart genug. Also hart genug in der inneren Einstellung. Wir haben es hier mit Leuten zu tun, die die Existenz von AfD dann vernichten wollen. Die AfD zerstören wollen, die mit einem Vernichtungswillen in Interviews gehen. Also mit den schlechtesten Intentionen. Die AfD als Feind betrachten. Also diese Moderatorin, sie hat einen absoluten Zerstörungswillen. Sie ist absolut feindlich gesinnt. Und man kann mit diesen Leuten nicht befreundet sein, sondern deren Karriere hängt davon ab, ob sie diesen feindseligen Auftrag umsetzen. Sehr wahrscheinlich aus dem Ausland, oder das heißt, mit Nord Stream kann man es ja auch schon argumentieren, dass natürlich der Einfluss aus dem Ausland irgendwie kommen muss. Weil es anders ja nicht zu erklären ist, dass bei Nord Stream die großen Medien keinen Aufklärungswillen zeigen, weil es ja für die Bevölkerung so wichtig ist. Und hier ist man jetzt selber hart. Das heißt, man will jetzt die großen Medien zerstören. Man will diese Moderatoren zerstören im öffentlichen Ansehen. Völlig zu Recht, weil sie ja, also man möchte ja im Grunde nur das zeigen, was diese Moderatoren macht. Das heißt, man möchte jetzt diese Moderatoren inhaltlich stellen und den Leuten die unangenehme Wahrheit über die großen Medien zeigen. Und damit, ja, diese im Ansehen, diese Frau völlig zerstören natürlich. Also sie hatte damit angefangen, die AfD feindlich tätig zu behandeln und ist mit diesem Zerstörungswillen angekommen. Das heißt, wenn man selber überleben will, dann muss man diesen Kampf aufnehmen. Und dann muss man die Gelegenheit nutzen, die man jetzt hat. Die AfD ist jetzt bei 20%. Man weiß nicht, wie das weitergeht. Und jetzt ist die Gelegenheit da, wo die Neugierde der Bevölkerung da ist, wegen der hohen Umfragewerte. Man muss immer dran denken, die großen Medien werden trickreich immer gegen die AfD arbeiten. Und wenn die Leute weiterhin den großen Medien vertrauen und es keine großen Fehler passieren, das heißt jetzt der Ukraine-Krieg, das jetzt irgendwie vorbeigeht, kein neues Heizungsgesetz kommt, und das alles irgendwie so mittelmäßig weiterläuft, dann werden die Umfragewerte für die AfD sinken, einfach weil die großen Medien die AfD zerstören im öffentlichen Ansehen. Und das gelingt ihnen auch. Sie werden rund um die Uhr gegen die AfD senden und die Positionierung angreifen, indirekt, indem ein Stigma auf die AfD gelegt wird. Und das wird funktionieren. Das heißt, jetzt ist die Gelegenheit da, die Leute von den großen Medien wegzubringen. Und das muss man bei jeder Gelegenheit versuchen, in jeder Rede, in jedem Interview. Und aus meiner Sicht, da kam in diesem Interview zu wenig gegen die großen Medien. Da kann man nicht sagen, Teile der großen Medien. Das ist, man hat jetzt so eine große Verantwortung. Es ist aus meiner Sicht mehr Mut nötig. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.